Mahlzeit. Ich räume mein Auto jetzt auf mit euch. Vorne haben wir schon aufgeräumt, der Mülleimer ist voll. Vielleicht kannst du kurz auf den Mülleimer, genau. Der ist ratzevoll, wie ich gestern. Und der Müllbeutel hier, der ist auch schon gut gefüllt. Ja. Also mein halber Kleiderschrank ist da drin. Ne? Falls man mal kurzfristig im Auto wohnen muss, hat man alles da. Es ist auf jeden Fall sehr viel Müll in meinem Auto, weil ich das über die Zeit angesammelt habe. Auf jeden Fall, ich räume jetzt hier weiter auf. Hier geht nicht weiter auf. Der Kofferraum ist auch aufgeräumt. Scheiße. Au. Die andere Seite ist noch schlimmer, habe ich gerade gesehen. Sehr geehrter Herr Eckmeier, wir bitten Sie, zu unserer Dienststelle vorzusprechen. Anlass: Betäubungsmittelgesetz, allgemeiner Verstoß mit Cannabisprodukten. Abgabe: Zweck Beschuldigtenvernehmung. Ja, mega geil. Erstmal verbrannt zu Hause. Oh fuck! Was ist das? Man konnte es trinken, wenn man gewollt hätte. Ey, das ist ja wie Weihnachten, Ostern und Chanukka zusammen. Falls der Schokoladenkuchen. Was ist das? Oh, Vanille gibt's auch noch. Ich muss auch gleich noch da hinten das spritzen. Ja, vielleicht kannst du das mal kurz zeigen. Da werden wir uns auf jeden Fall gleich machen. Das sind 30 Grad. Und das ist genau mein Ding. Boah. Also ich muss. Oh, lecker. Das war's zum Aufräumen. Jetzt kommen wir gleich wieder mit dem Abspritzen. Bis gleich. Hallo? Wir spritzen jetzt ab. Ich werde jetzt mal die Münzen einwerfen. Reinwerfen und dann mit Schaumreiniger noch mal rüber gehen. Ein Tau? Ist das ein Tau? Ordnungsgemäß zu entfernen, lohnt es sich, mit einem Klarspüler, der nicht kalkhaltig ist, nachzuspülen, damit keine Wasserflecken entstehen. Ja, also mineralfreies Wasser. 5 Cent reingeworfen.
ist es außerdem extrem wichtig, dass ihr von oben nach runter macht, ja? Weil wenn ihr von unten anfangt, spürt ihr die ganzen Schauer, den ganzen Scheiß wieder nach oben. Das ist wichtig, wegen der Schwerkraft. Und noch ein sehr guter Tipp, wenn ihr euren Mittelschalldämpfer ausbrennen wollt, ja? Spritzt ein bisschen Wasser hinten in den Auspuff rein, schön ordentlich reinspritzen und dann geht ihr erstmal auf die Autobahn heizen. Ja? Das bringt etwas. Ja? Das bringt jetzt nicht alles, ne? Also ihr solltet euch schon entscheiden, so 3 Zoll rauf und vorne rein durchzuknüppeln oder eine Mittelschalldämpferattrappe für die Hartz-IV-Tuner. Auf jeden Fall ein bisschen Wasser rein und dann blubbert ordentlich. Als nächstes habe ich mich für den Heißwachs-Spritzer entschieden. Der spritzt Heißwachs auf das Auto. Und danach, meine letzte Münze geht dann drauf für Sprühglanz. Da kriegt ihr einen richtig schönen Effekt, wenn euer Lack nicht kaputt wird. Und das mache ich jetzt. Das ist jetzt der Sprühglanz, den ich hier drauf spritze. Und damit sprüht man quasi Glanz auf das Auto. Ja, das ist auch wichtig, gerade wenn die Sonne scheint. Danke. Ja. Gerade wenn die Sonne scheint, ihr habt Urlaub und es sind keine Ferien, lohnt es sich vor allen Dingen, wenn ihr dann an der Realschule steht, um die Achtklässlerinnen abzuholen mit eurem Volkswagen. Auf jeden Fall lohnt sich das dann, wenn der Wagen glänzt und diese Sprühglanz. Ja, weil ihr wollt die Fische auch voll sprühen, deswegen müsst ihr euer Auto voll sprühen. Das ist eine ganz normale mathematische Gleichung. Und das lohnt sich. Ne? Meine Zeit läuft ab. Danke dafür. Mach weiter. Das Auto ist jetzt bereit für die Realschulgeschichte. Falls ihr noch ein paar weiße Schaumbrückstände vorne habt, dann solltet ihr lieber euch überlegen, ob ihr nicht doch an die Hauptschule geht, dort weiter aufreißen. Weil, die denken, ich bin nicht dabei, Realschule hat schon ein höheres Niveau. Ja? Und wir gehen mal kurz ums Auto. Ja, also man erkennt schon, dass es sehr sauber geworden ist. Ja? Diese Wasserflecken gehen gleich noch weg. Ach, hinten ist flach. Ja, man erkennt auch hinten schön, das Auto ist sauber. Und ja. Das ist so der aktuelle Stand. Das ist das sauberste, was ich die letzten Monate mit dem Auto gemacht habe. Ja. Und das war's mit dem Abspritzen. Ne? Bis nachher.